Aber ich habe ja einige Neuentwicklungen oder Weiterentwicklungen mit Autos gefahren und da muss ich sagen, der Rolf war sehr gut in Aerodynamik, in Fahrwerksabstimmung und so. Also der hat nichts dem Zufall überlassen. Gut, der war sehr gut. Eins, was mich immer gestört hat, in Amerika, der hat damals immer 20.000, 25.000 Dollar Startgeld gekriegt und nicht maximal 10. Oder dann habe ich noch ein bisschen Preisgeld gekriegt, dann bin ich vielleicht mit 13.000 Dollar nach Hause gekommen, was ja auch viel Geld war. Aber Rolf war mein Hero und von dem habe ich trotzdem sehr viel gelernt. Okay, war das auch einer so der härtesten Fahrer oder was sagen Sie so, was war so der, waren so die härtesten Gegner auf der Strecke, wenn Sie nicht das Auto geteilt haben? Nach wie vor Stuck Patterson. Okay, da muss ich sagen, der Ronnie Patterson war auch ein Typ, der konnte mit jeder Fahrwerksabstimmung schnell Auto fahren. Zum Beispiel, wenn Reifen vorzeitig abgebaut hat oder wir haben uns mal, sagen wir mal, wir sind ja früher auch rechts und links überall drüber gefahren und ich kriegte von ihm Auto, Lenkrad ein bisschen schief und so. Der Ronny hatte die Gabe, sich blitzschnell auf die neuen Gegebenheiten einzustellen, ob ein abbauender Reifen, wie gesagt, oder Auto war nicht mehr ganz perfekt. Der war trotzdem in allen Bereichen schnell, auch auf jedem Modell, also der war schon sehr kompromisslos. Und der Hans Stuck war ähnlich. Also das waren mit meine härtesten Kollegen. Wie gesagt, ich will mich nicht wiederholen, aber da ging schon Kompromiss zusammen. Und die haben wir, glaube ich, auch psychisch nach den Rennen und vor den Rennen fertig gemacht, weil sie am dauernd irgendwelche Streiche gespielt haben. Ja, und ich muss sagen, der Hans Stuck, der war so ehrlich, der hat mir dann in den 70er Jahren gesagt, als wir zusammen in einem Team fuhren und so, nein, du wirst mir jetzt langsam gefährlich, bis dahin habe ich dich gefördert und jetzt mach deinen Rest selber wieder klar, Kopf. Da bin ich natürlich hingegangen, abends vom Hotel raus, bin nochmal ins Fahrerlager gefahren, habe mich unter das Auto gelegt, habe geguckt, welche Federraten oder welche Dämpferwerte er fährt, weil der hat mir schon ab und zu mal so 3/10 gegeben, 4/10, was ja viel war und das hat mir keine Ruhe gelassen. Sind Sie nachts ins Fahrerlager? Und ja. Ich habe dann genau schon geleuchtet und hin und her, was fährt er oder welche Hinterachse fährt er und so. Das hat mir absolut keine Ruhe gelassen. Okay. Weil für mich war es doch gut, einen Ronnie Patterson zu schlagen, einen Hans Stuck oder wie sie alle damals geheißen haben. Wer auch sehr hart war, war der Bob Wolleck, muss ich wirklich sagen. Und da habe ich schon ein bisschen hier geschnüffelt und da geschnüffelt oder mit den Mechanikern untereinander gesagt. Und was habt ihr da für eine Abstimmung oder da oder Stabi-Einstellung und so. Weil nur so kann man lernen und sich weiterentwickeln. Ne? Ja, weil man muss sich vorstellen, in den ersten Jahren, ich war ja Neuling. Und da kommt einer daher vom F5-Pokal und von Kleinkategorien und fährt auf einmal auf denen ihr Niveau. Ja. Das war schon sehr beeindruckend. Ich war ja auch überrascht. Ja? Und ich muss sagen, meine ganze fahrerische Entwicklung, die ging schneller, als ich persönlich in Moderation, in Rhetorik und so. Die BMW-Leute und die Porsche-Leute, die haben mich so in kalte Wasser geworfen, dass ich da Defizite und Nachholbedarf hatte. Und da bin ich von 1977, 78 in München in eine Schule gegangen, wo ich Moderation und Rhetorik und Körpersprache gelernt habe. Da war ich 6-7 Tage und das hat BMW mir auch sehr hoch angerechnet. Und davon profitiere ich heute noch, weil ich kann heute vor 200, 300 Leuten sprechen, 50 Leute, ich war vor 14 Tagen in München, da habe ich ein Referat gehalten. Davon profitiere ich heute noch. Die 7.000, 8.000 Mark damals, die waren sehr, sehr gut angelegt. Auch da, wo unsere Vorstände hingegangen sind. Und ich hatte doch keine blasse Ahnung von Körpersprache. Wie benehme ich mich vor der Kamera? Und damals schon. Und der Willi Knupp, Gott hab ihn selig, der hat mir auch in Rhetorik und Moderation einiges beigebracht. Zudem hatte ich einen guten Draht. Ich habe ja schon geschwitzt bei Telefoninterviews früher. Geschweige, ich habe mal vor der Kamera gestanden. Und ich profitiere jetzt auch davon. Ja, und ich muss sagen, bis heute, ich bin viel gebucht. Ich werde im Januar 76 und bin gern gesehen auf verschiedenen Partys und Sponsorveranstaltungen und so. Es macht mir auch eine helle Freude. Ich weiß genau, was sind die Themen. Da bereite ich mich entsprechend vor, wie es sich halt gehört. Und bin heute für viele hochkarätige Firmen in Deutschland immer ein gern gesehener Gast.